Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Mir Sorgen zu machen, ändert nichts an einer Sache. Mich darüber aufzuregen, ändert nichts daran. Wir müssen den richtigen Umgang mit der Realität lernen, indem wir das ändern, was wir ändern können, und das akzeptieren, was wir nicht ändern können. Und lernen, happy zu sein. Willkommen bei unserer Sendung. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute machen wir wieder eine unserer Bibelstudien. Etwas, das wir schon seit einigen Monaten hin und wieder tun. Dadurch wollen wir uns vor Augen führen, wie viele wunderbare Lektionen in der Bibel stecken. Und dass wir beim Bibellesen nicht nur auf Quantität, sondern auf Qualität bedacht sein sollten. Es ist besser, einem einzigen Vers etwas abzugewinnen, als die halbe Bibel zu lesen, ihr aber nichts abzugewinnen. Letztes Mal haben wir mit Matthäus 6 begonnen. Da wir nicht fertig geworden sind, machen wir heute damit weiter. Zuletzt ging es hauptsächlich um unsere Motive. Matthäus 6 fängt mit der Ermahnung an: Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht nur, um bewundert zu werden. Wir sollten nicht lautstark auf unsere Taten hinweisen, sondern sie in erster Linie für Gott tun. Wem es um einen vergänglichen Lohn geht, der verliert seinen himmlischen Lohn. Wer die Dinge jedoch für Gott tut und auf seinen Lohn vertraut, von dem nimmt Gott immer Notiz, auch wenn es sonst niemand tut. Mit diesem Gedanken möchte ich unser heutiges Bibelstudium beginnen. So viele Menschen haben Aufträge von Gott, die im Stillen geschehen. Vielleicht erfüllt ihr Hilfsaufgaben in eurer Kirche. Sagen wir mal, ihr macht das Kirchengebäude sauber, nachdem alle gegangen sind. Wer solche Aufgaben übernimmt, der kann schnell vergessen werden und bekommt nicht unbedingt die gebührende Wertschätzung. Aber Gott sieht ihn. Oder vielleicht seid ihr als Fürbitter tätig. Ihr betet jeden Tag mehrere Stunden für andere Menschen, die nicht einmal wissen, dass ihr für sie betet. Gott sieht das. Ich rufe mir gerne in Erinnerung, dass wir vor dem allwissenden Gott leben. Er sieht alles und weiß alles. Wir können nichts vor ihm verbergen. Ich weiß nicht, wo du in deinem Glaubensleben gerade stehst oder ob du überhaupt mit Gott lebst, aber ich möchte dir sagen, Gott sieht dich, er kennt dich. Er war es, der dich im Mutterleib geformt hat. Er hat eine Bestimmung für dich, er hat einen Plan für dich. Überleg dir gut, wofür du lebst. Wer nur für Geld und Ruhm lebt, kann sein ganzes Leben damit verbringen, die Erfolgsleiter zu erklimmen, nur um am Ende festzustellen, dass die Leiter gegen das falsche Gebäude gelehnt ist. Wie viele Menschen kennen wir, die ihr Leben dem Falschen widmen und am Ende ohne Familie oder liebevolle Beziehungen dastehen? Wie oft sind solche Menschen derart gestresst und geschlaucht, dass das Leben seinen Sinn verliert? Aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir alles in erster Linie für Gott tun. In Kolosser 3, Vers 23 steht: Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Auch ich darf das nicht außer Acht lassen. Warum tue ich nach all diesen Jahren immer noch meine Arbeit? Ich kann euch versichern, dass ich es für Gott tue. Ich bin nämlich schon alt genug und habe lange genug gearbeitet, um an den Ruhestand zu denken. Letzte Woche war ich mit einigen Personen zusammen, die alle über dieses Thema sprachen. Ich bin im Ruhestand, ich gehe im Juni in Rente. Joyce, wann gehst du in Rente? Ich sagte, ich glaube nicht, dass das jemand von mir will. Ich glaube nicht, dass ich in Rente gehe. Will ich auch gar nicht. Dave und ich sprachen später darüber. Das heißt nicht, dass es falsch ist, in Rente zu gehen. Ich kann nur für mich sprechen, dass ich das nicht möchte, weil ich bis an mein Lebensende Frucht tragen möchte. Unterm Strich geht es darum, dass wir alles für Gott tun. Matthäus 6, Vers 21. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in die Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Vermutlich haben wir diese Verse schon oft gelesen, ohne ihnen viel abzugewinnen. Ich auch. Deshalb habe ich mir heute Morgen gesagt, ich will mir heute mal ein bisschen Zeit nehmen, um diese Verse besser zu verstehen.
Zunächst einmal, unser Gewissen ist wie ein inneres Licht. Deshalb kann man kaum etwas Schlimmeres tun, als gegen sein eigenes Gewissen zu handeln. Wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind, hat das schlimme Auswirkungen auf uns. Es gibt kein härteres Kissen zum Schlafen als ein schlechtes Gewissen. Und es gibt keinen gemütlicheren Schlafplatz als das Wissen, dass unser Herz, obwohl wir nicht perfekt waren und Fehler gemacht haben, auf Gott ausgerichtet war. Falls es das nicht war, können wir es vor dem Schlafengehen wieder neu auf Gott ausrichten. Jesus spricht in diesen Versen also darüber, wie wir Dinge sehen und warum wir bestimmte Dinge tun. Ein klares Auge lässt das Licht bis in die Seele dringen. Schließe ich meine Augen, wird alles dunkel. Öffne ich meine Augen und lasse das Licht herein, kann ich mit Hilfe dieses Lichts viel tun. Dunkelheit ist ein Bild für das Böse. Wir können andere mit einem dunklen oder einem hellen Blick betrachten. Schaue ich andere Menschen mit einem Blick des Misstrauens an oder entschließe ich mich, ich will das Beste glauben, so wie die Bibel mich anweist? Wir alle wissen, dass viele unserer Probleme mit anderen Menschen zusammenhängen. Wir könnten ganz lieb sein, wenn wir es nicht mit Menschen zu tun hätten. Dann würden wir aber auch sehr einsam sein und nicht viel zustande bringen. Als meine Kinder noch klein waren, pflegte ich zu sagen, ich komme mit allen wunderbar zurecht, wenn niemand zu Hause ist. Erst als die Familie nach Hause kam, fingen die Probleme an. Viel hängt also davon ab, wie wir Menschen sehen, wie wir über sie reden und ob wir ihnen gegenüber eine barmherzige Haltung einnehmen. Wir brauchen einen von Liebe geprägten Blick, keinen bösen Blick. Das Bild, das ich mir von anderen mache, dringt in mein Inneres und wirkt sich auf meine Freude, meinen Frieden und meine Gottesbeziehung aus. Füllen wir unsere Augen mit Licht. Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wir dürfen unser Vertrauen nicht auf Materielles setzen. Dies ist eine gute Stelle, um für ein paar Minuten darüber zu sprechen, uns von ganzem Herzen der Aufgabe zu widmen, die Gott uns gegeben hat. In Römer Kapitel 12 ist von den unterschiedlichen Gaben die Rede, die Gott Menschen gibt. Da steht, bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wir müssen nicht so sein wie andere. Wir sollten nur das tun, was Gott für uns vorgesehen hat. Unsere Gesellschaft spricht verschiedenen Aufgaben einen unterschiedlichen Wert zu. Doch ein Lehrer ist nicht wichtiger als jemand, der ermutigt. Gott macht diese Abstufungen nicht. Ihm ist nur wichtig, dass wir unsere jeweilige Aufgabe von ganzem Herzen tun, nicht mit geteiltem Herzen. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo Elia die Israeliten auffordert, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Natürlich ist Baal nicht Gott. Aber diese Menschen wollten sich beide Möglichkeiten offen halten. Das ist etwas, worüber wir heute vielleicht mal nachdenken sollten. Wer von euch will ein christliches Leben führen? Ihr habt einen Fuß in der christlichen Welt. Euch ist eine Beziehung zu Gott wichtig. Ihr wollt in den Himmel kommen und ihr liebt Gott. Auf der anderen Seite ist euch aber auch euer nicht-christlicher Freundeskreis wichtig. Vielleicht habt ihr einen recht unchristlichen Arbeitsplatz, der für gutes Geld sorgt und den ihr nicht verlieren wollt. Also missachtet ihr von Montag bis Freitag euren Glauben, auch wenn ihr deshalb ein schlechtes Gewissen habt. Sonntags geht ihr dann wieder zur Kirche. Ich nenne solche Menschen gerne Sonntagmorgen-Helden und Montagmorgen-Nörgler. Wir sollten darauf achten, immer gleichbleibend zu sein. Für mich lautet das größte Kompliment, das mir jemand machen kann, Joyce ist dieselbe, wo immer man sie sieht. Allerdings sehen mich die meisten nicht hinter verschlossenen Türen zu Hause. Wer von euch weiß, dass wir unsere schlechte Seite normalerweise den Menschen zeigen, die uns nicht loswerden können? Mit Hilfe des Heiligen Geistes strenge ich mich an, überall dieselbe zu sein.
Es gibt nichts Schlimmeres, als anderen vorzuschreiben, was sie zu tun haben, es dann aber selbst nicht zu tun. Genau das bemängelte Jesus an den Pharisäern und Heuchlern. Sie lasteten anderen schwere Bürden auf, ohne selbst einen Finger zu rühren. Es ist leicht zu lehren. Schwierig ist es, die Dinge umzusetzen. Auch das Zuhören ist leicht. Es ist leicht, den Fernseher einzuschalten und zu denken, ihr hättet eure Zeit mit Gott abgesessen. Dabei habe ich die ganze Arbeit geleistet. Ihr habt nur im Bett gelegen oder auf der Couch oder einem Stuhl gesessen und euch berieseln lassen. Wir müssen mit der Bereitschaft zuhören, die Dinge auch in die Tat umzusetzen. Immer. Es bringt nichts, in den Gottesdienst zu gehen und sich Predigten anzuhören, wenn man sich nicht sicher ist, ob man das Gehörte auch in die Tat umsetzen will. Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Wir dürfen nicht hin und her gerissen sein. Wir müssen uns entscheiden, wofür wir leben wollen. Jeder hat nur ein Leben zu geben. Deshalb möchte ich euch heute fragen, wofür wollt ihr es einsetzen? Sagen wir mal, ihr lebt 100 Jahre. Das mag nach einer langen Zeit klingen, aber es ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit, die immer und ewig währt. Immer und ewig. Immer und ewig. Ich könnte das jetzt ohne Unterlass sagen. Wir sollten weise Investoren sein. Wir sollten uns jetzt für das Richtige entscheiden, in dem Wissen, dass jede gute Wahl eine gute Ernte hervorbringen wird. Seid keine Glücksspieler, die darauf hoffen, ein Ausnahmefall zu sein und ungeschoren davonzukommen, auch wenn sie das Falsche tun. So funktioniert das nicht. Entscheidet euch, wofür ihr leben wollt. Und dann setzt euch rückhaltlos für Gott ein. Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Ich erlaube mir mal hier hinzuzufügen, mehr als nur die Meinung anderer, die Gegend, in der ihr lebt, das Auto, das ihr fahrt. Man sollte einfach sein Bestes geben, ohne sich Sorgen darüber zu machen, was andere denken. Dann verweist Jesus auf die Natur. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Könnt ihr alle sagen, ich bin mehr wert als ein Vogel? Traut ihr euch das auch zu Hause laut zu sagen, ich bin mehr wert als ein Vogel? Ich scherze gerne. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der einen Nervenzusammenbruch hat. Weil er nicht weiß, wo sein nächster Wurm herkommen soll. Gott ernährt sie. Er kümmert sich um sie. Und kein Spatz fällt auf den Boden, ohne dass der Vater es sieht. Er hat jedes Haar auf unserem Kopf gezählt und jedes, das wir im Laufe der Zeit verloren haben. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie praktisch und simpel die Bibel ist. Sie ist eigentlich überhaupt nicht schwer zu verstehen. Also bitte, falls ihr der Lüge des Teufels auf den Leim gegangen seid, dass ihr die Bibel nicht verstehen könnt. Ich verstehe die Bibel nicht, mir bringt das Bibellesen nicht viel. Nun, zunächst einmal. Heutzutage gibt es viele verschiedene Bibelübersetzungen, die verständlicher sind als die alte Lutherbibel. Es ist der Inhalt, der die Bibel heilig macht, nicht eine altmodische Ausdrucksweise. Versteift euch nicht auf eine Bibelübersetzung, sicher. Wir sollten bei unserem Bibelstudium auf Genauigkeit bedacht sein. Ich selbst benutze oft die englische Amplified Bibel. Hilfreich können auch Studienbibeln sein, von denen es viele verschiedene gibt. Es gibt eine Menge Hilfsmittel, um die Bibel zu studieren und sie besser zu verstehen. Das heißt es ja gerade, die Bibel zu studieren. Lesen heißt einfach, ich bekomme heute mein Häkchen von Gott, ich habe allerdings nichts gelernt. Lebensverändernd ist es hingegen, wenn man die Bibel studiert. Und sei es nur eine halbe Stunde pro Tag. Vielleicht denkt ihr, ich habe keine Zeit dafür. Nein. Ihr habt keine Zeit, es nicht zu tun. Jahre bevor mein Mann Dave eine feste Arbeitsstelle in unserer Organisation hatte und wir Gott zusammen dienten, lehrte ich bereits 4 oder 5 Mal pro Woche. 7 Jahre lang sagte er zu anderen, eines Tages werde ich eine vollzeitliche christliche Arbeit tun. Teil seiner Vorbereitung war, dass er jeden Tag seine Mittagspause für einen Gebetsspaziergang nutzte. Er hatte auch eine andere Möglichkeit. Er hätte mit seinen Kollegen zusammensitzen und sich ihr Gejammer und ihre schmutzigen Witze anhören können. Doch stattdessen traf er eine gute Entscheidung, die sich später auszahlte.
Wir müssen uns nicht von all den Dingen der Welt herunterziehen lassen. Viel besser ist es, die Bibel kennenzulernen und uns daran zu orientieren. Aber das geht nur, wenn wir sie eingehend studieren. Vers 27. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Weder unser Leben noch unseren Körper können wir durch Sorgen um einen Deut verlängern. An vielem, was uns missfällt, können wir nichts ändern. Ich hätte gerne Haare mit mehr Volumen. Aber meine Haare sind wie Babyhaare, ganz fein. Wenn ich möchte, dass sie nach etwas aussehen, muss ich sie kurz lassen. Inzwischen habe ich auch etwas mehr graue Haare, die ihr nicht zu Gesicht bekommen werdet. Ich habe hinten an meinem Kopf so eine widerspenstige Locke. Jeden Morgen beim Aufstehen sieht es dort wie die Teilung des Roten Meeres aus. Deshalb muss Dave morgens mein Haar zurechtmachen. Das gefällt mir nicht. Aber wisst ihr was? Mir Sorgen zu machen, ändert nichts an der Sache. Mich darüber aufzuregen, ändert nichts daran. Wir müssen den richtigen Umgang mit der Realität lernen, indem wir das ändern, was wir ändern können, und das akzeptieren, was wir nicht ändern können. Und lernen, happy zu sein, nicht besorgt, frustriert oder hektisch. Wie viel Zeit wird durch Sorgenmachen verschwendet? Wie viele Krankheiten gibt es, die auf nichts weiter zurückzuführen sind als auf Stress und Sorgen? Vers 28. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Sagt, ich bin mehr wert als Gras. Ganz praktisch. Könnt ihr diesen Gedanken heute verinnerlichen? Vielleicht macht ihr euch Sorgen über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. In dem Fall sagt Gott euch durch diese Bibelstudie, du bist mehr wert als ein Vogel. Du bist mehr wert als Gras, auf jeden Fall. Sieh mal, wie ich die Blumen gekleidet habe. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der ein so hinreißendes Outfit hat. Sieh mal, wie ich mich um die Vögel kümmere. Sie erleiden keinen Nervenzusammenbruch. Vielleicht sagt ihr, ich kann nicht anders, ich mache mir eben ständig Sorgen. Nun als erstes, hört auf, das zu sagen. Sagt stattdessen, ich muss mir keine Sorgen machen, weil Gott mich liebt und sich um mich kümmert. Ich kann sowieso nichts an der Situation ändern. Ich vergleiche das Sorgenmachen gerne damit, den ganzen Tag in einem Schaukelstuhl zu sitzen und zu schaukeln. Man ist beschäftigt, kommt aber nicht weiter. Sorgen bringen uns nicht weiter, sie beschäftigen uns nur. Sie lenken uns von den Dingen ab, auf die wir uns konzentrieren sollten. Stimmt's? Also, Gott kümmert sich um all diese Kleinigkeiten. Darum, Vers 31, sollt ihr nicht sorgen und sagen, da haben wir es. Ihr sollt nicht sorgen und sagen. Unsere Gedanken äußern sich in Worten, nicht wahr? Und unsere Worte beeinflussen unsere Stimmung. Und aus unserer Stimmung erwächst eine Haltung. Dann gehen wir schlecht gelaunt mit einer negativen Haltung und einem mürrischen Gesichtsausdruck aus der Tür und in die Welt hinaus. Und das nur, weil wir uns zu etwas haben hinreißen lassen, das überhaupt nichts bringt. Vor Jahren musste ich mich als Bibellehrerin der Tatsache stellen, dass es ziemlich nutzlos ist, Menschen zu sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Ihr fragt, und warum versuchst du es denn heute wieder? Damit ihr euch irgendwann daran erinnert. Ihr sagt, aber es entmutigt mich, wenn du sagst, dass es nutzlos ist. Gut, ich sag euch, was euch dazu bringt, mit dem Sorgenmachen aufzuhören. Wer von euch will wissen, was es braucht, um mit dem Sorgenmachen aufzuhören? Wenn ihr alle Möglichkeiten ausgeschöpft habt, werdet ihr schließlich begreifen, dass ihr nicht klug genug seid, euer eigenes Leben zu bestreiten oder eure eigenen Probleme zu lösen. Ich werde daraus nicht schlau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wünschte, Gott würde es mir sagen. Hat er aber noch nicht. Dann kann ich doch genauso gut diesen Tag genießen, der ein Geschenk Gottes ist.
Wisst ihr, dass man ruhig sein Leben genießen darf, während man noch Probleme hat? Kommt, für einige von euch ist das eine wichtige Erkenntnis. Man darf sein Leben ruhig genießen, während man ein Problem hat. Wir neigen zu der Haltung, ich kann mein Leben nicht genießen, weil ich das und das Problem habe. Ich kann mein Leben nicht genießen, weil meine Kinder dieses tun oder mein Ehepartner jenes nicht tut, bla bla bla. Die Wahrheit ist, damit spielen wir nur dem Teufel in die Hände. Denn er hat es nicht auf unser Hab und Gut abgesehen, sondern auf unsere Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Deshalb will der Teufel uns dazu bringen, uns über 9 Millionen Dinge Sorgen zu machen. Ich sag euch was, sobald ihr anfangt, euch Sorgen zu machen, ist das Beste, was ihr tun könnt, zu beten. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das steht in Philipper 4, Verse 6 und 7. Gerade gestern hatte ich eine unangenehme Situation, die bereits wiederholt aufgetreten ist. Ihr kennt das bestimmt auch, dass man Dinge irgendwann satt hat, die immer und immer wieder auftauchen. Da denkt man, okay Gott, ich bete jetzt schon seit 25, 30 Jahren dafür. Wird sich jemals etwas daran ändern? Es war noch nicht einmal etwas, das mich direkt betraf, sondern jemand anderen. Ich merkte, wie ich anfing, mir Sorgen zu machen und die Sorgen brachten mich in Aufruhr. Und dann dachte ich, ich folge meinem eigenen Rat. Die meisten von euch hier im Studio arbeiten für unsere Organisation. Ihr kennt die Bibel gut genug, um anderen einen Rat geben zu können, wenn sie euch darum bitten würden, nicht wahr? Wenn jemand zu euch kommt und euch fragt, was soll ich deiner Meinung nach tun? Wer von euch könnte ihm vermutlich einen Rat erteilen? Meldet euch mal. Okay. Wenn ihr selbst Schwierigkeiten habt, müsst ihr eigentlich nur eurem eigenen Rat folgen. Im Ernst, ich dachte darüber nach, was würde ich einer Person sagen, die mit dieser Situation zu mir käme? Gott hat einen Plan. Wenn es so lange dauert, dann hat es einen Grund. Für alle, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, führt alles zum Guten. Ich hätte einige Bibelstellen zitiert wie eben und meinen Rat für ziemlich gut gehalten. Aber warum können wir nicht auf unseren eigenen Rat hören? Versucht doch einmal auf diese Art und Weise mit euren Problemen umzugehen. Ich spreche jetzt zum Fernsehpublikum. Wenn euch etwas aus der Ruhe bringt, wie wäre es damit, kurz innezuhalten und euch zu fragen, wenn jemand mit derselben Situation zu mir käme, was würde ich ihm sagen? Und dann befolgt euren eigenen Rat. Ich weiß, was ich einer anderen Person sagen würde. Bete dafür, schau, was Gott sagt. Also betete ich, Herr, was soll ich in dieser Situation tun? Und wisst ihr, wie Gottes Antwort lautete? Vergiss es. Vergiss es einfach. Du kannst daran nichts ändern. Es kommt und geht. Es mag wiederkommen, es mag wieder gehen. Nichts bleibt für immer. Vergiss es einfach. Geh und genieße deinen Tag. Daraufhin rief ich jemanden an, der ebenfalls so etwas wie ein Empfänger dieser Situation war und sagte, Gott sagt, vergiss es. Ihr schaut mich so an, als würdet ihr sagen, echt? Wisst ihr warum? Weil wir etwas Komplizierteres hören wollen. Dabei erteilt uns die Bibel genau diesen Rat, wenn uns jemand verletzt oder kränkt. Vergiss es, lass es los, löst dich davon, leg es nieder, gib den Ärger auf. Wir können ihn natürlich behalten, wenn wir wollen. Aber wir sind doch bestimmt klug genug, mit einer Sache aufzuhören, die völlig nutzlos ist, oder? Sorgen machen ist nutzlos. Es ist nutzlos, etwas an einer Sache ändern zu wollen, an der wir nichts ändern können. Kann ich daran etwas ändern, Herr? Wenn du eine gute Idee hast, dann gib sie mir bitte. Ich habe keine gute Idee. Wenn euch keine gute Idee kommt, dann sagt, tja, Herr, vermutlich hast du eine, willst sie mir aber noch nicht sagen. Nur zu. Mach den Teufel ruhig wütend, indem ihr sagt, dann genieße ich eben meinen Tag. Nichts macht ihn wütender als unsere Freude. Er hat seine ganze Freude verloren und will uns auch unsere rauben. Es bringt nichts, wenn wir uns Sorgen machen. Es bringt nichts, wenn wir auf andere Menschen wütend bleiben. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung, bla bla bla. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen?
und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Jetzt kommen wir zum Ende des Kapitels, ein ganz bekannter Vers, Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Das bedeutet, unseren Lebensstil von Gottes Charakter prägen zu lassen. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wir müssen uns keine Sorgen um die Dinge machen. Wir leben für einen Gott, der sich um die Dinge kümmert. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Oh, das wollte ich aber nicht hören. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Gottes Gnade, die wir für jeden Tag brauchen, kommt mit dem jeweiligen Tag. Seine Gnade lässt sich nicht bei einer Bank deponieren. Habt ihr mich gehört? Wir können Gottes Gnade nicht bei einer Bank deponieren. Ich würde jetzt gerne genug Gnade für den Rest meines Lebens haben. Aber Gnade ist wie das Manna, das vom Himmel fiel. Als die Israeliten etwas für den nächsten Tag sammeln wollten, verschimmelte es. Ich hoffe, dass euch die heutige Sendung gefallen hat. Wir haben uns jedenfalls gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich möchte euch ermutigen, unsere Sendung so oft wie möglich zu sehen. Denn je mehr biblische Wahrheiten ihr aufnehmt, desto besser wird euer Leben.